So, hallo zusammen. Heute würde ich euch gerne mal das Cockpit zeigen, was es dort alles für Instrumente gibt. Das machen wir jetzt erstmal am Boden und ich denke, nachher sehen wir uns dann nochmal in der Luft. Ich bin jetzt hier gerade quasi auf der Co-Pilotenseite, so dass ich euch besser die Pilotenseite zeigen kann. Was man hier schon sehr schön sehen kann, wir haben zwei Knüppel, also der Pilot hat einen Knüppel, sowie auch der Co-Pilot. Man kann die Maschine also wie die meisten Maschinen eigentlich immer von beiden Seiten fliegen. Beim Knüppel vom Piloten haben wir noch die Trimmung, das heißt, man kann die Lage des Fliegers über diese Knöpfe hier einstellen, so dass man einfach gerade und ruhig in der Luft liegt. So muss man eigentlich das Höhenruder beim normalen Flug bei ruhigem Wetter überhaupt nicht bedienen. Was man hier jetzt nicht sehen kann, ist, dass hier hinten der Knopf zum Funken ist. So kann man dann einfach mit dem Turm oder einem anderen Piloten sprechen. Den gleichen Knopf gibt es noch hier für die andere Seite. Dort kann man dann auch, wenn man Co-Pilot ist und quasi gerade den Funk übernimmt, kann man dann diesen Knopf betätigen. Somit kann man dann auch funken. So, auf dieser linken Seite haben wir dann unseren Fahrtmesser. Der hat verschiedene Bereiche. Wir haben hier also einmal unsere Geschwindigkeitsanzeige. Wir fliegen gerade 150 km/h. Wenn man das vergleicht mit unserer GPS-Geschwindigkeit, dann haben wir da 75 Knoten. Das passt also gerade circa zusammen. Den weißen Bereich sollte man nicht verlassen, wenn man die Klappen gesetzt hat, also die Flaps. Dann haben wir noch einen grünen Bereich, das ist die sogenannte Manövergeschwindigkeit, den orangenen Bereich. Hier haben wir unseren künstlichen Horizont. Das ist ein Kreiselkompass quasi, der funktioniert dann mit Luftdruck und den haben wir hier. Daneben den Höhenmesser, wir sind auf 3100 Fuß. Hier kann man dann über den Regler des Q&H des Platzes einstellen und weiß dann, wie hoch man über dem Meer ist. Also ich habe hier, wenn ich am Boden bin, bin ich nicht auf Null, sondern immer über dem Meer. Und die Höhenangaben sind ein Fuß. Darunter haben wir dann hier unseren Variometer. Das heißt, es ist unsere vertikale Geschwindigkeit, wie schnell steigen wir oder sinken wir. Und das sind dann immer in 100 Fuß pro Minute. Hier haben wir dann den Drehzahlmesser. Bei Reisegeschwindigkeit fliegen wir mit einer Drehzahl von 4800 Umdrehungen pro Minute. Im Regen würden wir die Drehzahl reduzieren, einfach um das Propellerblatt ein bisschen zu schonen. Und einen G-Messer. Den G-Messer, den brauchen wir nicht, aber es ist manchmal interessant, was ein Luftloch, was für einen Schlag man da bekommt. Als nächstes sind dann vier wichtige Anzeigen, die uns den Zustand des Motors zeigen. Das wäre dann einmal die Wassertemperatur, die ist jetzt am Rand vom grünen Bereich, das ist aber perfekt, das passt gut so. Dann daneben haben wir die Öltemperatur, dann kommt die Zylinderkopftemperatur und zuletzt sehen wir noch den Öldruck. Die sollten hier in dem grünen Bereich sein, der ist hier angegeben und dann ist alles in Ordnung. Sollte mal zum Beispiel der Druck abfallen, dann würde ja die Schmierung ausfallen. Und wenn die Schmierung ausfällt, das wäre dann eine Situation, in der man eine Notlandung machen müsste. Die Libelle, da sollte die Kugel immer in der Mitte sein. Fliegt man optimal, dann stimmt auch alles im Flieger. Dann haben wir hier noch einen Master Avionics. Das heißt, wenn ich den anmache, dann kann ich erst alle anderen Instrumente anmachen. Dann haben wir hier die NEV-Lights. Und die NEV-Lights sind die Lichter, die man auch manchmal bei Verkehrsmaschinen sieht, wenn man nachts in den Himmel schaut. Das ist dann das rote und grüne Licht. Und rechts ist grün, links ist rot. Und dadurch weiß man, ob ein Flieger von einem wegfliegt oder auf einen zukommt. Dann haben wir hier noch ein Landelicht, aber das ist unnötig. Man sieht mit dem Landelicht fast nichts. Das ist ein kleines Licht vorne am Flieger. Und man hat noch die Strobes. Das sind diese blinkenden Lichter an den Flügeln. Eine Echo-Maschine, die größeren Maschinen müssen das immer anmachen. Wir dürfen es anmachen und machen es auch an, um besser gesehen zu werden in irgendwelchen Situationen. Dann haben wir hier noch den Transponder. Hier kann man dann einen Squawk einstellen, so dass zum Beispiel lange Informationen einen sieht. Wenn man VFR fliegt, so wie wir das immer machen, ist der Squawk 7000. Hier haben wir noch einen Stundenzähler vom Motor. Das schreiben wir dann auch immer ins Flugbuch rein, wie viel wir geflogen sind. Ist auch wichtig für die Abrechnung.
Hier unten die Reihe handelt es sich um Sicherungen für die verschiedenen Instrumente. Hier unten sieht man jetzt die Hauptschalter, das sind also die beiden Zündkreisläufe. Die muss man immer anmachen und das prüft man auch noch am Rollhalt vorm Start. Hier unten drin, ich bin mir nicht sicher, ob man es jetzt sehen kann, aber da haben wir noch den Choke für die Vergaser. Und hier links wäre die Heizung für die Vergaser, also dann, damit man ein Vereisen verhindern kann. Dann haben wir hier noch das Einstellen der Klappen, der Flaps und einfach noch eine Heizung. Wir haben hier einen Motor an Bord, dann können wir auch heizen und im Winter bringt es schon sehr viel, wenn man da eine Heizung hat. Was auch noch sehr wichtig ist, ist dieser Hebel. Wenn man diesen zieht, man muss hier circa mit 10 bis 15 Kilo ziehen, ich hoffe, ich muss es nie machen. Mit diesem Hebel hier wird dann der Fallschirm ausgelöst. Der ist auch immer gesichert mit einem Sicherungsstift, sodass, wenn man nicht fliegt, das einfach gesichert ist und man sich nicht aus Versehen daran festhält oder zieht. Hier haben wir noch die Bremse, die geht auf die Räder. Hier haben wir uns einen eigenen Griff gedruckt, weil der andere ist abgefallen und der hier hebt jetzt schon sehr gut und sehr lange. Und hier kann man die Bremse feststellen. Hier hinten kann man den Fallschirm sehen. Der ist hier verpackt und wenn man den aktiviert, würde eine Rakete aus dem hinteren Fenster aufsteigen und den Fallschirm nach oben ziehen. Und wie man hier sehen kann, sind hier noch die Befestigungen von dem Fallschirm. Das heißt, es würde sich hier alles aufreißen und man würde dann an diesen Stangen hier am Fallschirm hängen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen über irgendwelche Instrumente habt, dann fragt mich einfach. Dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder in der Luft oder auch bei den Bienen. Kann natürlich bei diesem Kanal auch sein. Abonniert mich, wenn es euch gefällt. Vergesst die Glocke nicht. Dann sehen wir uns. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.